Die Drachenhöhle. Was? Das ist der Mana-Stein der Dunkelheit. Was macht der denn hier? Aber er ist noch nicht aufgebrochen. Die Gottesbestie muss noch darin sein. Oh. Oh. Speichern? Hä? Speicherpunkt? Habe ich ja nicht nach dem Klassenwechsel gespeichert? Oh Gott. Speichern? Ne. Du Scheiße. Ich habe mich erstmal wieder aufrecht hingesetzt. Ach du Mann. Zaubersperre. Erdbeben. Frostwelle. Ich werde erstmal angreifen. Mein Schwert verzaubern. Ich weiß gar nicht. Weder Donner noch Stein ist hier, glaube ich, besonders effektiv. Gott. Haben die schon Schaden genommen? Ja. Puff. Machen wir da auch nochmal eine Zaubersperre drauf. Vielleicht hilft das ja. Ich meine, die zaubern ja sonst immer viel. Oh, da hat die Augen aufgemacht. Wirkt das denn? Scheint zu wirken. Na, dann werden wir es doch mal versuchen. So, dann noch den. So, sie sah, die Sina könnte noch mal heilen. Ich greife derweil an. Ich weiß ja auch nicht, wie lange die Zaubersperre wirkt. Beste der Dunkelheit. Wow. Was bekämpfen die da? Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel sie machen. Uff, genug. Hey, ich wollte auch noch zaubern. So, hier Angriff. Wow. Okay, noch einmal heilen. Wäre gar nicht nötig. War viel zu früh. Dann einmal Foster. Ich finde die Musik irgendwie cool. Die erinnert mich an... Ich weiß gar nicht woran. Alte Nintendo-Spiele. Wie wäre es mit dem... wie hieß denn dieses Spiel? Weiß ich gar nicht. Ist auf dem Nintendo Entertainment System. Ups. Ja gut, greifen die anderen an. Das sind ja Zauberer der Dunkelheit. Was ist, wenn ich Licht benutze? Schön. Schön die Nase wieder gerade gerichtet. Heilung. Ganz wichtig. Und hier einmal. Ah, die kann gerade nicht. Gehe ich noch eine Donnerklinge. Puff. So, Vieh. Ich brauche dich. Und deine Lichtkräfte. Natürlich. Mimi. Hat 280 abgezogen, ist glaube ich gar nicht so schlecht.
Mimi. 42, 72, okay. Mundgeruch. Boah, ja, Blombe oben links. nochmal Licht. Mich dunkel. Kraftwasser an alle und ich gebe mal eine Walnuss. Oder auch nicht. Jetzt kommt mir der Hunger durch. Jetzt wollte ich jetzt stundenlang aufnehmen und dann. Sowas. Lichtattribut auf Waffe. Das klingt interessant. Sollten wir uns vielleicht doch noch aufheben. Mal sehen, wie sich der Gegner noch entwickelt. Ich zögere. Mimi-miau. So, ich bin dran. Yes. Huch. Mhm. Auf alle bitte. Kann es sein, dass der andere eher gegen Magie empfindlich ist und der andere eher gegen Waffen? Oder. Er ist tot. Aufgegessen. Ich hoffe, ich habe genug dabei. Ich hoffe, ich habe genug dabei. Ich sag das lieber zweimal. Mist. Gut, noch einmal Licht. Ist sowieso viel zu dunkel hier. Wieso falle ich nach links und nach rechts gleichzeitig? Miau. So, jetzt, ne? So, wie wäre es denn, wenn ich jetzt noch einmal heilen? Ich könnte ja auch mal diesen anderen Zauber ausprobieren. Der zaubert mir zu viel. Den kann ich gerade nicht entzaubern. Nee, den will ich nicht. Sophie ist gerade beschäftigt. Hallo, Sophie. Einsatz. Nimm doch mal. Ja. Nimm doch mal Erdbeben. Komm, teste mal. Ich wollte. Ach so, der ist schon weg. Jetzt sehe ich das erst. Was ist das? Links ist ja schon weg. Wie traue ich dem Braten nicht? Puff. 220, naja, geht so. Kostet mehr und bringt weniger. So, ich esse mal eine Schokolade oder einen Honig. Nee, eine Schokolade. Die kann. Read. Ich wollte einfach mal schlagen. Vielleicht kriege ich gleich nochmal so einen tollen Schwert-Zauber. Wen greifst du da gerade an? Okay, da rechts ist auch futsch. Aber wen hat sie angegriffen? Kann es sein, dass hier noch einer ist? Dass die beiden nur eine Farce waren? Meine Kräfte gerade umsonst verschwendet habe. Schauen wir doch mal, ob wir noch was buffen können. Ich kann aber nichts angreifen. Das kann ich nicht benutzen. Leben ist voll. Also, was ist hier los? Was ist denn jetzt los? Alter. Nee, nimm den oben in der Mitte. Wir haben
Wir haben dringende Besprechungsbedarf. Müssen wir in ein Konsultationsverfahren eintreten. Na gut, dann machen wir weiter mit Licht. Wollte ich nicht, Entschuldigung. Habe ich gedrückt. Wollte ich nicht einen anderen Knopf drücken. Naja, wenigstens alle getroffen. Auch alle getroffen. So. Dann fangen wir halt nochmal mit dem Spaß an. Mist. Vielleicht sollte ich doch mal Licht auf meine Klinge geben. Seufz. Zieh doch nicht so viel ab. Heilung. Wenn ihr nochmal diesen komischen Zauber macht, sind wieder fast alle tot. Gib mir mal die Lichtklinge. Kling! So, habe ich jetzt was erwischt? Miau. Ja, das wirkt doch. Nach oben! Mach die Mutti kaputt! Sieht aus wie eine Elfin. Die sehen alle drei aus wie Elfen. Oh, schön. Oh, der zieht gut ab. Herr Schwertmeister hätten wir wahrscheinlich. Also ein. Die Schwertmeister nicht, so ein dritter. Oh, ich muss heilen. Heilen. Ups. Ernsthaft? Verstehe. Sie hat also die Fähigkeit. Leben auszusaugen. Die weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Der Sophie. Genau, der Sophie weiß nicht, wie es ihr geschieht. Nee. Wem? Doch, wem geschieht? Der Sophie. Doch, ist richtig. Zaubern. Ich bin dran. Boah. Ja, Kiefer ein bisschen ausrenken. Das ist gut. Heilung. Jetzt wird der Gegner nochmal richtig unangenehm hier. 3 gegen 3. Wir werden die schon klein kriegen. So. Miau. Kann es sein, dass ich alle möglichst gleich töten sollte? Was ist das? Okay. Ich wollte ja mal heilen mit Hilfe von Desina, aber nö. Miau. Jetzt heilen, ne? Genau. So ist das gut. Der hat gesessen. Ne, zauber doch mal. Beide. Die Damen trödeln schon wieder. Trödeltandige Damenturnieren. Ich weiß manchmal auch nicht, was ich sage. Miau. Elfen, die nicht helfen. Kämpfen wir hier gegenseitig. Ups, nein. Nee, eine andere Klinge will ich nicht, um Gottes Willen. Mist. Ich glaube, der Zauber ist aber schon wieder verflogen. Wie viel Leben hat er eigentlich? Hätte ich nicht machen müssen. Reine Prophylaxe. Wenn jetzt irgendwie noch, dann so ein doller Zauber kommt, der am Anfang da war. Ich wollte eigentlich mit... Nee, geht nicht. Jetzt hier. Hier, Knopf drücken. Hallo. Oh. Natürlich. Zauber sind echt gut animiert, das muss man schon mal sagen. Ich
haben gerade geheilt, eben gerade. Ich habe keinen Buff mehr drauf. Ups, ich hätte jetzt gerne Frostklinge oder sowas, aber ich glaube, das kriege ich nicht mit dieser Gruppe hin. Deswegen machen wir einfach so weiter wie gehabt. Was ist jetzt? Nein! Mhm. Jetzt hier ich. Das könnte schlecht enden. Das war auch nicht so schön. Ja, auf einmal steht er wieder. Zack. Dreh doch nicht gleich die Augen. Kann ich der Dame da oben eigentlich auch Zaubersperre geben? Setze 3 Runden aus, gehe nicht über los oder so. Miau. Darf nicht. Bäh. Na. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger. Das als eine Folge später mache, weiß ich noch gar nicht. Er zieht sich doch etwas, der Kampf. Denn ich weiß nicht so recht, wenn jetzt einer von den dreien tot ist, ob die sich gegenseitig wiederbeleben. Das wäre natürlich mies. Das könnte also ein Endloskampf werden, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen versuche ich natürlich, das mit den Zaubern so ein bisschen auszugleichen, weil der Zauber, der greift ja mal alle an. Ich greife jedenfalls nur die Mitte oben an, weil ich denke, dass sie die anderen wiederbeleben kann. Was sie ja auch getan hat anfangs. Das war ja so ein kleiner Wink. Deswegen habe ich immer versucht, auf sie zu schlagen. Vorbei. Habe ich jetzt auf den Einzelnen gezaubert? Wollte ich gar nicht. Ich meine, ist auch in Ordnung, aber... Zable Fahr. Was ist das? Was? Was nun? Uff. Jetzt ich. Hallo. Wer war das? Wie viel gab's da? Wie Todesspruch. Hallo, ich wollte schon eine halbe Stunde mal kämpfen. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt wollte ich beleben. Ach so, die darf auch noch. Okay. Okay, nee, ist in Ordnung. Und ist dann gestorben. Wie heldenhaft. So, die wird dann auch gleich wiederbelebt. Wir brauchen dich. Ich muss doch mal bald mal kaputt sein. Ich habe schon so einen leichten Ohrwurm vom Titel.
Das auch noch. Habt ihr gerade nicht aufgepasst oder warum ist er jetzt gestorben? Der Sophie. Ich glaube, ich habe nicht mehr viele Lebenswasser. Wenn ich nicht aufpasse, bin ich bald tot. Stirb! Yes! War das gut. Es hat doch hoffentlich geklappt, oder? 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 Hm? Hm? Ja. Sieg. Oh, schön. Der Mana-Stein der Dunkelheit ist zurück. Deswegen öffnete sich das Tor. Oh nein. Was? Da ist eine Falle. Wir haben die Gottesbestie besiegt, um ihre Kraft freizusetzen. Jetzt besitzt das Mana-Schwert die Kraft aller acht. Einen Moment. Willst du damit sagen, dass wir dem Feind die ganze Zeit geholfen haben? Das habe ich mir irgendwie schon gedacht, ehrlich gesagt. Dann gibt es kein Zurück mehr. Gehen wir. Das habe ich mir nämlich irgendwie gedacht, weil wenn die Mana-Steine platzen sozusagen, dann kommt ja das Monster raus. Und wenn wir dann... Also die Macht wird ja wirklich freigesetzt. Ich habe mir das schon gedacht. Ja, Glaswüste. Oh. Kann es sein, dass die Statue keinen Kopf hatte? Speichern mal. War eigentlich noch eine Drachenhöhle oder war das die gerade? Drache war jedenfalls nicht drin. Hat die... Da ist kein Kopf drauf. Ich dachte, ich habe mich verguckt. In wen oder was? Wo sind wir denn jetzt? Ah. Gott. Ihr seid endlich angekommen, doch euer Weg endet hier. DK, gib auf. Der Drachenkaiser hat bereits seine Kraft wiedererlangt. Du kannst ihn nicht aufhalten. Ich kann nichts ausrichten? Hey, für wen zur Hölle hältst du dich? Ich bin hier, um meinen Vater zu rächen. Dann hast du immer noch nicht verstanden, DK. Ich bin dein Vater. Was? Ich... Was? Was? Nochmal, ich... dieser Wink gerade mit dem Zaun, also... Was? Was zur Hölle redest du da? Mein Vater ist tot. Ich fiel in eine tiefe Schlucht und niemand fand jemals meinen Körper. Der Drachenkaiser empfand mich als einen würdigen Gegner. Würdigen. Er belebte mich wieder und seitdem diene ich ihm. DK, mein Sohn, komm her. Ich habe dich lange nicht gesehen. Vater? Bist du's? DK, nicht! Es ist ein Trick. Es ist kein Trick. Bei uns bist du in Sicherheit. Verbünde dich mit uns, DK. Mein Vater ist tot. Er war ein Ritter des Goldes. Er hätte niemals dem Drachenkaiser angeschlossen tun sein. Ach, das sicher habe ich überlesen. Dann ist es beschlossen. Es tut mir leid, DK, aber ich muss dich um jeden Preis aufhalten. Ernsthaft? Noch eine Runde? Och nee. Nein, ich kann auch nicht Fatih bekämpfen. Schon wieder kämpfen? Na gut. Todesritter. Ist das schon das Ende? Warum hat der gelbe Zahlen? Warum hat er gelbe Zahlen? Also sollte er nicht... Wo war ich das gerade? Hat er Magie? Macht er was Böses? Und die Musik ist auch nicht böse? Und er hat es Granaten auf Todesritter, so ein bisschen... Na gut.
Soll ich ihn? Ich wollte ihn gar nicht bekämpfen. Wir hätten noch ein bisschen reden können. Bin ja mehr so der Gesprächige dann in dieser Situation. Blüht eine Klinge. Das ist mein Angriff, hallo? Uff. Hätte ich vielleicht nochmal zurückgehen sollen? Naja, war mehr gespeichert, ne? Aber trotzdem. Hm. Okay, heute ist Frostastag. Ich werde mich doch nicht von einem Todesritter hier kaputt machen lassen. Hm. Nochmal. Hm. So. Du wärst mit meinem Zauber. Was hast du? Versteckt sie hinterm Stein. Hm, nicht gut. Oh. Die kann ja auch was. Muss ich echt den Todesritter bekämpfen? Ich bin ein wenig verdutzt. Ich glaube, ich hatte ihn anders gesprochen letztes Mal. Nein. Komm, Eis. Eis, Baby. Was nu? Hä? Heilung, japanischer Gesundheitsminister. Nein, ups. Moment, da. So. So, dann machen wir jetzt gleich nochmal. Kaum liegt sie am Boden, zaubert sie schon wieder. Ist einfach unglaublich. Nein! Ich glaube, das war's. Ja, das sieht eng aus. Ausgerechnet die Heilerin. Solange ich Kraftwasser habe oder Lebenswasser habe, werde ich auch noch heilen. Schade, dass es keinen Zauber gibt, mit dem man wiederbeleben kann. Oder war das vielleicht auch die Schamanin, hätte ich da einen anderen Zauber genommen? Hm, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wogegen er effektiv ist. Eigentlich wollte ich zaubern. Hm. Ja, zumindest dieselben Zauber. Und er zieht immer 400 ab. Das kotzt mich gerade so ein bisschen. Da ist schon wieder ein Toter. Shit. Ich glaube, das wird nichts. So. Letztes Wasser. Eis. Haben wir was Schönes? Ein Leckerchen oder sowas? Was Tolles? Tag und Nacht? Nee, brauche ich nicht. Nee, auch nicht. Hm. Ist der mir wirklich zu hart? Ja. Na, ja. Nee, wenn dann auf alle. Ist er tot? Ist er jetzt weg? Ich glaube, der hat wieder Bling-Bling gemacht oder so. Ich kann getrost nochmal heilen. Eigentlich können die permanent heilen, beide. Und angreifen. Wozu bin ich eigentlich da? Ich sehe nur aus mit dem Schwert, mehr brauche ich nicht machen.
Ach, jetzt zauberst du sofort. Ist ja interessant. Ich mach das einfach weiter. Ich mache es jetzt auf Permanentheilung. Keine Lust jetzt zu krepieren. Oder dass einer von den dreien noch umkippt. Weil ich habe kein Lebenswasser mehr. Ich muss da jetzt aufpassen. Wie gesagt. Und gleich nochmal heilen. Brauchst du gar nicht aufhören. Sofort wieder an den Arbeitsplatz. Den kriegen wir hin. Muss man extrem häufig heilen? Nein. Mhm. Ach. Okay. Ja, ich bin dran. Was ist das jetzt? Nö. Kacke. Die Heilerin ist tot. Wie konntest du? Sollte ich hier sterben, werde ich noch ein wenig leveln müssen. Ja, alle kaputt. Die Gemeinschaft wurde besiegt.